Guten Morgen und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 4. Komm schnell! Die Brötchen werden kalt. Zur Feier des Tages bekommst du heute auch mein Eichhörnchenbecher. Der stinkt? Ja. Bist du verrückt? Warum stinkt der denn? Eichhörnchen stinken nicht. Schatz, ich habe gerade gefilmt und du sagst, Eichhörnchen stinken. Das war jetzt mit drauf. Humi, warum sagst du das? Ich habe Muskelkater in den Beinen vom Autofahren. Aber Leute, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Wir sind gestern, ich glaube, 5 Stunden sind wir gefahren, ne? Nicht ganz, aber... Also von Hannover zu uns nach Hause. Wann um? 4,5 Stunden. Fast 5 Stunden. Das war so nebelig. Wir sind mit 50 nach Hause gegrübelt. Zwischendurch noch weniger. Und dann noch glatt zwischendrin und das Wetter da. Ja. Schön mal was anderes, du zu fahren. Bist du heiser? Ich bin ein bisschen heiser. Er hat gestern schon wieder rumgeschrien. Wie so ein Bekloppter. Ich bin immer der Lauteste, das ist ja immer so. Also wärst du nicht da gewesen, dann wäre die Stimmung auch nicht so gewesen, glaube ich, ne? Also Manuel hat da wieder Radau gemacht. Ihr kennt ihn ja. Ich bin immer der Lauteste. Come, it's time for Adventskalender. Du sollst dich da jetzt nicht hinsetzen. Du sollst suchen. Entschuldigung, ich habe es schon gesehen. Nummer 4. Was könnte das sein? Das, nee, Raffaello oder sowas ist das, glaube ich, nicht. Nummer 4. Hast du so schnell gefunden? Du, willst du erst aufmachen? Ich hänge da gleich ein anderes wieder dran, dass der weiterhin so schön voll aussieht. Ey, das können wir eigentlich das ganze Jahr machen, oder? 365 Geschenke. Dann hat man jeden Tag eine Motivation, zur Arbeit zu gehen und aufzustehen. Oder nicht? So, rate erstmal. Darf ich hier sitzen in deiner Höhle? Nein. Warum nicht? Bitte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Letztens hat er gesagt, ey, Rubbellose wären ja auch mal eine geile Idee, aber auf sowas kommt meine Frau ja nicht. Hm? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hm? Was hat er gekriegt? Ein Rubbellos? Ein Rubbellos. Hat er ein Rubbellos gekriegt? So. Von seiner lieben Frau, die keine guten Ideen hat. Soll ich dir was zum Rubbeln holen? Soll ich dir was zum Rubbeln holen? Was ist? Wo rubbelt man das denn jetzt auf? Ja, diese Dinger. Da. Und da musst du 3 in einer Reihe, glaube ich, richtig haben. Lies mal. Darf ich jetzt alle aufrubbeln, oder? Ja, alle. Hast du was zum Rubbeln oder soll ich dir was holen? Komm, ich hole dir eben Kleingeld. Ja. Das verwirrt mich hier total. So, 3 gleiche Symbole, darunter stehender Betrag. Ein Freilos gewonnen. Ach so. Also du musst 3 in einer Reihe haben. Nee, ich muss einfach nur 3 gleiche haben. Was ist das? Sonne. Sonne. Blitz. Batterie. 4 Euro. Windrad. Wo ist Windrad? Da. Ach da. Komm, nochmal 4 Euro. Oh, mach so spannend. Nun mach doch. Nee, nichts.
Manuel hat den Hauptgewinn. 3000 Euro. Wo rubbelst du denn? Da unten kann man nicht rubbeln. Euro. Schön, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist das dämlichste Rubbellos, was ich je aufgerubbelt habe. Was soll das? Sonne, Blitz, Batterie, Windrad, Windradstecker 4. Hä? Keine Ahnung, 4 Euro. Wäre jetzt 3x 4 Euro, hättest du 4 Euro gewonnen. Ja, wenn ich 3 Windräder gehabt hätte, dann hätte ich ein Fahrrad mit einem Propeller gekriegt, oder was? Nee, nicht. Das ist wahrscheinlich Niete, keine Ahnung. Aber da hinten drauf steht ich doch... Ich wusste das ja nicht. Ich habe da einfach... Drei gleiche Symbole, gleich, darunter stehender Betrag. Ach so, jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt habe ich es begriffen. Wenn da oben jetzt drei gleiche Symbole ja, gewesen wären und da unten der Betrag, ja. Dann hättest du das gekriegt. Ach so. Aber leider... hast du den Hauptgewinn nicht gewonnen von 3000 Euro. So, jetzt bin ich dran. Aber ich habe die Kugel. Die Kugel, die hat, die ist übrigens von Deanie Douglas, weil sie sich letztens bei Action hatte, sie so einen Heißhunger. Und da hat sie sich diese Dinger gekauft, also die Kugel gekauft und da waren so Nougat-Dinger drin, keine Ahnung. Und dann hat sie die im Laden aufgemacht, weil sie so einen Heißhunger hatte und hat die dann da gegessen. Und dann hat sie gesagt, komm, Biene, nimm die mit, die könnt ihr bestimmt für euren Adventskalender gebrauchen. Und dann habe ich gedacht, komm, packst du da mal das Rubbellos rein. So. Es geht los. Ich habe hier doch was gewonnen. 20 Cent. Die stecke ich hier ein. Die kannst du ja in deine Spardose packen. Dann ist das dein Geschenk. So, das könnte sein. Raffaello, das ist so eine andere Packung. Ne? Was könnte das sein? Diese hier könnte man eigentlich nochmal wieder benutzen, oder? Hä? What is that? Was ist das? Dusche? Duschzeug? Jolly Days. Wie süß ist das denn? Ist heute denn schon Nikolaus? Wie niedlich. Dankeschön, mein Schatz. Das ist mal so göttlich, wie unbeholfen du mit einer Hand bist. Mit links auch noch. Also, da haben wir so ein kleines Schwämmchen zum Duschen. Einmal. So. Bodylotion. Und Showergel. Mal riechen. Hast du denn noch vorher dran gerochen? Achso, ich glaube, das ist noch zu. Ich dachte gerade, wow, das ist voll die französische, ne? Weil da steht Lotion pour le corps. Wow. Und dann lese ich ein bisschen tiefer, produziert in China. Hey, guck mal, heute ist der zweite Advent und wir haben die Kerzen noch nicht mal an. Die hat so ein bisschen was von Kokos. Heute sind wir eingeladen zum Essen bei meinen Eltern. Oh, das riecht lecker. Wir sind nicht eingeladen, ich habe uns ja, eingeladen. Ja, Manuel hat sich selber eingeladen, der olle Schlingel. Weil wir ja so lange unterwegs waren. Mit dem weltbesten Schwiegersohn kann man nichts abschlagen. Wir waren ja so lange unterwegs, heute Morgen erst um 5 Uhr zu Hause. Oder war es schon nach 5, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, gegen 5, also ich glaube um 5 habe ich und dann sagte Manuel zu meiner Mutter, ja, und dann kommen wir Sonntag zum Essen. Und dann sagt meine Mutter, auch noch so lieb wie sie ist, ja, was soll ich denn machen? Mhm. Tja. Dann habe ich gesagt, boah, ich habe Bock auf Backschinken. Hast du auch eine liebe Schwiegermama, ne? Ja, wie kann man dem weltbesten Schwiegersohn noch irgendwas Du bist abschlagen? Auf Sendung, komm. Das ist mir doch egal. Sag was Liebes. Ich sag nichts Liebes. Ich kann gar nicht sprechen, so heiser. Ja, das war Türchen Nummer 4.
Ein Rubbellos mit dem Hauptgewinn, 3000 Euro. So sieht der glückliche Gewinner aus. Und einmal. Bitte einmal für die Kamera lächeln. Bitte einmal. Danke. Morgen in der Zeitung, ne? Kennst du noch das gequälte El Bundy-Lächeln? Ja. Wenn ihm nichts anderes bleibt und er musste. Und einmal diese leckeren Sorten hier. Ich glaube, ich muss mir wieder die Bundy-Folgen angucken. Schwämmchen. Das ist aber auch so ein... Ich habe ein großes in Blau, habe ich schon. Ja, aber der ist ja... Der ist ein bisschen, aber der soll so klein. Das ist, wenn man duschen ohne Haare, ohne Füße und ohne Moors. Ohne Haare, ohne Füße, ohne Moors. Dafür ist der Schwamm dann. Arme hoch. Aber der ist sehr. Arme. Nee, ohne Unterarme. Ohne Unterarme. Hier ein bisschen. Da ein bisschen. Oh, ich kann nicht. Hör auf. Ich kann nicht mehr reden. Hast du das vorher nicht begutachtet, was da drin ist? Wie groß der ist? Ich hätte gedacht, der fällt, falls sie noch ein bisschen auseinander. Der ist hier sehr klein. Ich habe mir gedacht, so von dem da Material. Da kannst du gerade deine Nase mit putzen. Komm, mach mal dein Ärmchen hoch. Komm. Oh. Oh Gott. So, Handelsbasteltipp. Wir basteln uns eine Schneekugel. So, komm. Jetzt werden wir albern, ne? Du. So, warte. Guck mal, wir haben immer so viel Spaß beim Adventskalender. Lass uns das ganze Jahr machen, Schatz. Nein. Warum nicht? Anstrengend genug, 24 Sachen da zu suchen. Aber richtig süß. Also für einen Mann sowas hier zu finden, da muss ich dir echt mal ein riesen Lob aussprechen. Schleimer. So. Kannst du an den Weihnachtsbaum hängen. Die kannst du doch anhängen. Super. Ganz toll, Schatz. Wow. So. So, jetzt weiß ich's. Für alle Star Trek Fans. Das ist ein Triple. Was ist das, ein Triple? Ein Triple. Was ist das? Sollen Sie mal drunter schreiben, ob jemand weiß, was ein Triple ist. Ja, schreibt mal drunter. Ich weiß es nicht. Aber nicht nachgucken. Nicht im Internet nachgucken. Im Internet. In Internet. Ey, aber wirklich, Schatz, wollen wir das nicht machen? Nein. Oder wir machen so bestimmte Tage im Monat. Du baust uns irgendwas anderes aus Holz. Kein Weihnachtsbaum, sondern irgendwie so ein Männchen oder so. Wo ganz viele Geschenke dran hängen. Ich hab ja auch nichts Besseres zu tun, wa? Nö. Die 2 Stunden Freizeit, die du abends hast, kannst du noch damit verbringen, mir sowas zu bauen. Ja, und dann auch noch dafür einzukaufen. Weißt du was? Ich stell dir da so einen alten Wäscheständer hin und dann kannst du dir einfach, dann nimmst du das Portemonnaie mit, dann kaufst du dir irgendwas und hängst dir das da ran, wenn du da so viel Freude dran hast. Du hast dich ja selber eingeladen, dann musst du jetzt auch Gas geben, ne? Ja. Sich selber einladen und dann nicht in eine Pötte kommen. Wie lange brauchst du denn noch? Kann ich die Spülmaschine noch ausräumen? Okay. Ladekabel muss mit. Puh. So, räume ich die noch eben aus. Und dann gibt's gleich lecker Essen. Happy, happy. Was ist das denn hier? Ist die Treppe glatt? Ein bisschen, muss aufpassen. Sind das hier alles Spinnenweben? Ja. Ach du Scheiße. Du. Aber die sieht man ja so sonst gar nicht. Nee, weil die so dünn sind. Aber hier guck mal die Kanne an, wie viel Eis da jetzt drauf. Leuchte da mal hin. Ja, so sah die heute Morgen auch schon aus. So, Achtung, ich flutsch hier runter. Fängst du mich auf? Nö. Da kannst du gleich einen Krankenwagen bestellen. Ne, gib mir mal diese wunderschönen Hausschuhe. Oha. Oh, ist das, was der rauskommt. Hast alles hinbekommen? Mhm.
Das sieht ja gut aus. Ja. So, zum ersten Mal meine Jogginghose an. An diesem Wochenende. So. Bei Mama darf ich das ja, ne? Hm? Bei Mama darf ich das ja, ne? Bei Mama darfst du das. Ich habe ja auch eine an. Ja. Gemütlichkeit steht an erster Stelle. Ja. Ne? Aber Heiligabend kommst du schön mit einem schwarzen Kleid. Ne? Jogginghose und Strickpullover. Und ungeschminkt. Nein. Heiligabend kommst du schön festlich hierher, ne? Ja. Weißt du. Mein kurzes, kleines, schwarzes. Ja. Ich habe jetzt auch nicht großartig irgendwas gemacht. Sieht das schlimm aus? Nee, ne? Geht. Ich habe jetzt keine Rekorde. Och, Mann. Was ist da dünn? Kohlrabi. Ist auch lecker. Ist lecker. Ja. Ist auch mal Weihnachten gibt es aber Rotkohl, ne? Hä? Weihnachten gibt es aber Rotkohl, ne? Ja. Danke für die Einladung, ne? Gerne. Geht los. Machst du im Schwiegertochter gesucht an? Natürlich. So, Manuel, da kannst du nichts sagen jetzt, ne? Guck eben, was ist mit David Wichtelhelfer? Der wollte wegkrabbeln. Wo willst du denn hin? Hm? Dem war das da so musst langweilig du hier, weil wir die ganze Zeit nicht da waren. Der will auch nicht mehr stehen. Dann wollte der zu David. Ey, guck mal, hast du mal gesehen, wenn du den so hinstellst, ne? Sieht das aus, als ob der so einen Entenarsch hat. Hm. Guck mal von hier. Hm. Siehst du das? Der wollte zu David auch. David hin. Guck mal, ob David auch so liegt. Ach, bleib doch stehen. Ich habe nichts gemacht. Heizung auf 3. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Heizung auf 3 gestellt. Das habe ich noch nie getan. So, was zeigt der Tacho? Der Tacho zeigt 10 Uhr. Du schreist? Was ist ja, passiert? Ja, weil sie sich an eine fiese Stelle gesetzt hat. Oh. Ich wollte gerade die Brille da hochklappen. Aber so groß ist sie ja nicht. Nee, aber die ist hier, die ganze Zeit. Nee, die kannst du wegmachen. Warum soll ich die wegmachen? Dafür bist du doch prädestiniert. Ja, mit deinen Eichhörnchen-Superkräften. Ein mega Assi-Look. Jogginghose, Stiefel. Und dieser Dutt dazu. Achtung. Ja. Ich mach schon, alles klar. 1, 2. Hat die dich angebellt? Die hat dich angebellt. Jetzt ist sie gelaufen, die saß vorhin da. Ja, ist sie gerade gelaufen? Ja, die kommt auf dich zu. 1, 2, ich mach von oben. Hat sie gefangen? Ja, hab ich gefangen. So raus, aber hier, die krabbelt da schon wieder raus. Guck mal, die ist am rauszappeln. Hier ist es echt warm. So, dann würde ich mal sagen, beenden wir das. Morgen gibt es Türchen Nummer 5. Ich freue mich schon. Wenn ich nicht bei der Temperatur hier drin voreingegangen bin. Wenn die Geschenke nicht geschmolzen sind. So, wolltest du noch einen Kaffee? Ja. Ja, den mache ich dir dann noch eben. Dann werde ich dann noch immer eine Famios Leben spielen. Und dann war es das für heute. Wir haben sehr lecker Essen gehabt. Wir haben gerade noch ein bisschen Günther Jauch geguckt. Menschen, Tiere, Emotionen. Achso, ja stimmt. Fabian Hambüchen war da, also Tiere, Emotionen. Hast du recht. Wieso Tiere? Weil das voll das Tier ist. Ja, was er da leistet am Reck. Voll das Tier, hast du dir mal angeguckt, wie der auch... Am Reck nicht, nee. Wie heißt das nochmal? Am Reck. Das ist nicht am Reck. Stange. Hä? Warum? Hochsprung. Das ist doch ein Reck.
Pferd war das andere. Pferd ist das Flache. Komm, wir diskutieren hier noch ein bisschen weiter. Ich google das gleich. Auf jeden Fall ist das voll das Tier. Hast du dir mal das Fabian Hambüchen, das ist ein Kompliment, ne? Ja, voll das Tier ist das. Als ob er die Videos guckt. Fabian, alles klar. Super, super. Perfekt für die Goldmedaille, wurde auch mal Zeit. So Leute, bis morgen, wenn wir das Türchen Nummer 5 öffnen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und somit sagen wir tschüss, schlaft schön, bis morgen. Tschüss. Ciao, Maui.